Würde ich trotzdem nehmen. Ja, meinst du? Ja, und dann Na halt einfach gut. ja, kannst jetzt Also wie gesagt, ich hier bin halt wieder ein. da. Sorry an der Stelle. Wie gesagt, der Vodafone, also Und Vodafone, wir wenn ihr können das auch gleich hört, mit einem Highlight beginnen. euer Router ist scheiße. Ja. So. Bitte. Ich Ich soll dir von Nudel was ausrichten, Schütze. Nudel was ausrichten, erzähl. Am besten kommt man in die Appalachen Hardwoods R1 mit einer funktionierenden Internetverbindung. Ja, das klingt nach Nudel. So, zum Glück habt ihr die Lok gestoppt. Sehr gut. Ich hatte nämlich die Bremse voll aufgerissen. Das war ganz dämlich und genau dann funktioniert das nicht. So, aber weil du dich Komm, wir jetzt. haben das Geld für die. Aber weil ihr euch jetzt vorgedrängelt habt, fahre ich jetzt rückwärts. Jetzt sag mal nicht, Internet ist schon wieder weg. Das gibt's nicht. Nee, doch, da ist Nee. er wieder. Gott sei Stream Dank. hängt So, wieder. ich fahre Oder jetzt mit Schluck auf. Vollgas rückwärts, Dodger. Ich muss auch noch tanken. Ja, Moment, ich bin hier noch auf Ich dem fahre jetzt Gleis. mit Vollgas rückwärts, Dodger. Ich muss auch noch tanken. Du hast meine Situation schamlos ausgenutzt. Schamlos Schamlos. ausgenutzt. Ist einfach so. Und das Schöne ist, der Toto braucht nicht mehr tanken. Ne? Wieso? Wer kriegt die neue Weil der Lok? Toto jetzt eine neue Lok kriegt. Ja, und deswegen braucht er die Lok nicht mehr tanken, oder was? Die Die ist ja alte dann. nicht mehr, nee. Ja, sicher. Die Die wollen können wir wir doch tanken weiter und benutzen. dann Was rufen ist wir. Hast du denn noch? los mit euch? Natürlich wird die Lok noch getankt. Die nehmen wir doch, die benutzen wir doch weiter. Die ist doch nicht kaputt. Nee, Braucht die bei kommt ja jedem erstmal. größeren Umschlagplatz eine feste Rangierlok. Das Draußen. stimmt. Ja. Da könnten wir doch einfach die so einen Bryson in den Lokschuppen stellen. Nicht ausmachen soll, sagst du, ne? Gut. Könnte man in Wursen in den Lokschuppen erstmal reinstellen, ja. Nee, die Bis wird sie jetzt wieder erstmal gebraucht wird. aufgetankt und dann würde ich die. Ciao. Vor Was allem würde haben die ich. jetzt hier? Also ich habe meins hier. Vor allem würde ich Was die haben nach die da? Witter stellen. Oder nicht? Witter geht auch. Aber mit dem Preis Geht müssen wir auch. Platz im Block schuppen. Ja, in Witter auch. So. Vorwiegend kommt es auch darauf an, wo will Schütze seine Reparaturwerkstatt machen, weil dann, wenn die schon im Lokschuppen steht, kann man sie auch voll aufreparieren wieder. Theoretisch kann man das machen, natürlich. Aber es müssten in beiden Lokschuppen zumindest erstmal genügend Materialien Ist da in sein. beiden was vorhanden, Ja, ja. ne? Ich denke auch, das wird für uns reichen. Müsste eigentlich. So, nächste Lok behandelt. Jetzt Unterprächtig. nochmal Wasser danach tanken. Ja, mache ich, mache ich. Ja, kommt schon die nächste Lok. So, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Ah. Ja, aber die Kollegen hatten auch eine gute Idee. Wie wäre es eigentlich, wenn wir für Witter irgendwann nochmal einen zweiten Kohlewagen holen? Dass wir dann immer zwei haben, dass wir immer dann nur ein bisschen hochschieben müssen. Wenn der eine leer ist. Also aus meiner Sicht ist es unnötig, weil der eine Wagen bringt 50 Tonnen Kohle und Gut, wir der sind hält ja bis eigentlich schon jetzt, sehr gut lange. also vor allem, wir haben ja alle so fast eine feste Lok zugewiesen und ich behaupte doch, dass es bis jetzt auch sehr gut klappt, dass wir uns um unsere Loks ganz gut kümmern. Also das Ja, aber Gefühl wenn habe ich ich so schon. sehe, Was? wenn zum Beispiel Toto 13 Tonnen nachher an Bord nimmt. Was? Ja, deine Ja. neue Lok hat 13,4 Tonnen. Kohlebunker. Und ich glaube Dann haben wir 7000. eine Lok mit 10 Tonnen, dann sind schon mal 23 Tonnen leer. Ja, und ich Ja, ich glaube. habe zum Beispiel. Wie viel kriegt hier rein? Ja, aber die ist ja voll. 10 Tonnen. Die ist ja voll. So, bis die wieder leer ist, Ja, die das müssen dann auch dauert nicht ja. so oft Kohle Aber betanken. Fabi muss zum Beispiel die ganze Zeit Kohle tanken. Das ist das. Ja. Fabi ist halt auch hungrig. Der ist ja auch ein Bär. Ja. So, I tried so Ein hard Bär and im can't Hunger. so far. Ah, okay. Oh fuck, ich habe ganz schön viel nicht gelesen. Entschuldigung. Kurze technische Unterbrechung. Hoffentlich gleich wieder da. Jawohl, Gesundheit. Vielen Dank. Guten Morgen. Ah, da ist er wieder. Du hängst ab und zu. Ich hoffe, es läuft jetzt. Dummes Vodafone. Kann ich nur bestätigen. Das ist schon echt traurig eigentlich. Auf keinen Fall. Wird hier die Lok anständig abgestellt? Ja, doch, also Katastrophe, ne, Zara? Das hätte es mit dir als Inspektor früher nicht gegeben. Ich sag, wie es ist.
Vielleicht erinnern sich doch einige wieder an die ein, dein Zeit. Inspektor. Vielleicht erinnern sich einige an die Zeit, als der Zarezani noch Inspektor war. Also da war noch hier, da gab es noch, also da gab es Da noch gab es noch Bruch und Zucht Ordnung. Auch. Da war die Welt noch in Ordnung. Da sagst du was. Original günstigsten. Da sagst du was, du. Also, holla die Waldfee. Boah, ist das wieder geil, ne? Guck mal hier, alle vom Tanken. Tankstau. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Moment, wir wollen ja hier geradeaus. So. Herab. Und dann fahren wir hier geradeaus, ne? Fahren wir hier an einem vorbei. Jo. Und wo bist du Gar nicht gerade, schlecht. Toto? Ich, Ja, wo ich unten bin? im Bryson, guck mal, der fährt doch hier. Achso, du siehst das so schlecht. Der fährt gerade an uns vorbei im Bryson. Achso. So, na guck einer Du an. machst dich 19 jetzt gleich wieder Zuschauer auf den Weg verloren. nach Durch miserablen Anbieter. Ja, scheiße, ne? Nudel geht mir auch tierisch auf den Sack. Tut mir unheimlich leid, aber was soll ich machen? Immerhin Utah. Ja, läuft ich es kann aber dir den jetzt Tipp flüssig und verraten, es wie das geht, zählt. aber das sage ich dir jetzt nicht offiziell. So, kann man auch eine größere Powerplant in die Züge einbauen? Größere Schildgeneratoren. Haben die einen Traktorbeam? Unzucht und Ordnung. Ja, so sieht's aus. Aufklappbare Wasserdeckel. Jo. Zack. Ah, ich glaube, Dodger hat MU drin. Hat er. Sehr cool. Also Toto macht sich jetzt mit seiner alten Lok zum letzten Mal auf den Weg nach Witter. Yes. Echt? Ja. Ja, Aber ist die dann Todesfahrt. Ja. letzte Okay. Fahrt, Abschiedsfahrt, yay. Wird die Lok abgestellt und kriegt einen Drake-Schnempel. Wird als neues Konzept verkauft. Ironclad. Genau. Passt Also haben was wir schon geht mal noch zwei von drei Tageszielen erreicht. Oh, das Treten ist auch nicht mehr weit weg. Nee, eigentlich, ne? Können wir doch mal versuchen, das zu kriegen, oder? Ja, eigentlich Das ja. ist zumindest Das der schaffen wir Plan. schon. Dodger Power, ne? Dodger Power. Das neue, das ist das Motto der Railroad-Gemeinschaft. Dodger Deutscher Power. Power? Ja. Ja. Ich glaube, Was ist Dodger das bei dir, Deutscher? ist davon nicht mehr begeistert. Ich seh euch schon mit durchrutschenden, qualmenden Kuppelstangen hier durch die Gegend eiern. Jeden Fall. Das So fehlt mir muss hier so ein das. bisschen, das Durchdrehen der Räder. Das haben sie bei G-Rail gemacht. Da fliegen die echt die Funken um die Ohren. Ich glaube, Stimmt, das soll aber ja. noch kommen, ne? Ich glaube auch so. Kommt auf jeden Fall noch. Ist ja erst Early Access. Weil wie heißt das? Slide? Ist das Schleudern. Genau, Schleudern, das ist ja ein schleudern. Ding. Der Effekt, der gehört einfach dazu. Die Drake Duct Tape. Die kommt doch erst im Herbst mit Lifetime Rost. Was? Was habt ihr denn so gegen Drake? Die machen doch schöne Schiffe. Nichts, was auf Dauer hilft. Ne? So, wo ist unser Sander? Der ist noch hinten beim Ja, Appalachen, ne? ich habe gerade fertig. Perfekt. Also können wir eine Ich Stunde habe warten. fertig. Gut. Ja, wir können eine Stunde warten. Von mir aus auch. Und dann ist die Frage, ob der Sander auch nochmal die Lok behandeln möchte, dass da das alles voll ist. Auf der Drehscheibe einmal umdrehen und dann können wir mit Doppeltraktion zurück nach Witter. Kann ich nicht einfach umgekehrt hinfahren? Ja, Na, natürlich, von der kannst du auch Seite machen. nochmal. Ist mir egal. Willst du dich hinten dranhängen oder willst du alleine fahren? Ich kann mich hinten dranhängen, Ja, rückwärts. dann warten wir auf dich. Dann hoffe ich, Aber dich ich so brauche nicht, ich genau, habe so gut wie gar nichts verbraucht. Also 200 Gallonen Wasser und 0,9 Tonnen Kohle. Ja, dann kommst du halt so mit. Mal Wie gerade hier sieht's die bei dir Türen. aus, Fabi? Was macht die Holzfront? Soweit ganz gut. Und er so splittert. Wortwitz. Mal schauen, die Mühle ist mit 78, Stimmt was 87 nicht. Stämmen gut belegt. So. Boah, sehr gut sogar, ja. Ja. Und ich bin hier gerade noch am Sachen rausnehmen. Letzte Fahrt, ja, Es auch ein bisschen Abschiedsfahrt, Kohle letzte gibt. Lok, yay. Die Einsteigerlok, ne, von dem Spiel. Nee, die fünf. Auf Ja, jeden Fall. tatsächlich. Das war die, Ja. die auch entgleist ist. Nur deswegen ist die entgleist. Da war doch mal was. Statt KTI gibt's bei Drake zu jedem Schiff die erste Flasche WD-40 geradezu. Achso, statt LTI. Was noch Also in im Wetter gibt Railroader es. fehlt, wären Jahreszeiten und Wettergeneratoren. Wetter gibt es, aber das muss man selber einstellen über Konsolenkommandos. Okay, aber Ja. trotzdem interessante Idee.
Ja. Kommt vielleicht auch noch, dass es sich automatisch wechselt. Wieso quant das kommt bei bestimmt. Dir dauerhaft raus, Dodger? Ist einfach so? Aha. Ich ein- und ausstelle, K. Hä? K, ein- ausschalten. Ja, aber bei mir quant es dann nicht dauerhaft. Mal beim Dodger ist es am dauerhaften Qualm, bei mir nicht. Sobald du auf Null gehst, ist es aus. Die Loks kennen halt ihre Lokführer. Den habe ich den immer auf einstellen. Der Chots Loks sind immer ready to. Power! Hey, was? Ah ja, tatsächlich. War ich was in Power? So, jetzt warten wir noch auf Sander und dann. Ja, ich tocke ja schon da an. Hä, aber du bist auf einem komplett falschen Gleis gelandet. Ja, fahrt einfach geradeaus, dann komme ich hinten dran. Nee, ja, du kommst vorne. Wie gut, dass ich alles für dich umgestellt habe. Ach, Kinder, ich sag's euch. Reden. Einmal mit Profis auch. Nee, sind ja alles Profis, aber die reden nicht miteinander. Also von mir kannst du dich erwarten, denn ich habe eine Versonderrechte. Wenn ich komme, müsst ihr Platz machen. Ja, wenn das ist eine Person. So, jetzt kommt Toto. Genau. Das ist nun mal so. Genau so. Wäre besser gewesen, hätten so wir den Dodger verkehrt, vorne dran so gehangen. Der hat wenigstens den Kuhfänger. Wenn ich jetzt komme, dann ist alles platt. Schön. Also das ist gut. Oh, Wettergeneratoren britischer Art. Wechselt zwischen Regen, Niedelregen, Starkregen, Regen von oben, Regen von unten, Regen von der Seite. Klingt auf jeden Fall interessant. Das ist alles in 5 Minuten. Ja, da musst du zurücksetzen. Genau. Das war, ja, da war ich sauer das gewesen. Das geht doch nicht über gepflegte Gesellschaft. Der hätte Glück gehabt, dass er nicht da irgendwie was geschrottet hatte. Ja, oh weia, wenn Toto kommt, stehe ich hoffentlich nicht in der Schusslinie. Das hoffe ich auch. Wir sind bei 23, Sander. Gut, ich bin bei 30. Ja, ist besser, schwer. Bisschen sehr viel. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Lok, wie gesagt, sie macht einen echt guten Job. Die Kleine. Die Kleine, die ich hier habe. Ja, macht sie auch. Echt guten Job. Wenn du überlegst, dass das, wie gesagt, eine der ersten ist, eine von den ersten zwei. Ja. Bam, 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 bam. Raboms! Da ist er. Wie jetzt in den wohlverdienten Abschied geht. Die geht nicht in den Abschied. Was ist die los mit euch? Okay, ich habe Grafikfehler. Hingestellt. Ich habe Grafikfehler. Ja, die geht einfach erstmal in Schuppen. Sag ich ja, auf Standby. Ja, Standby, genau. Ja, boom. Die sind viel zu teuer. Und sollte man irgendwann mal wirklich einen zweiten Personenzug einplanen, kann man sie jederzeit wieder reaktivieren. Ich glaube, dass wir die schneller brauchen, wie euch allen lieb ist. Ich glaube, das glaub Gefühl habe ich auch. Also. Ach, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Nein. Nix, nix, nix verkaufen. Nein, verkauft wird die nicht. Das Einzige, was wir bisher wirklich verkauft haben, vom Startpaket. Nee, ist es nicht. Wir haben dich gefragt, ob du noch behandeln möchtest und du hast nee gesagt. Hm? Was danke ich? Eigentlich Dodger, ne? Was denn? Wir, was sollen wir zwei uns denn hier anstrengen? Wow. Wie sieht's bei dir mit dem Kohlestand aus, Fabi? 0,6 Tonnen, das reicht noch. Oh. Ja, ich habe jetzt in der letzten halben Stunde 0,2 Tonnen verloren. Das reicht noch gut. Ja, du hast natürlich einen riesen Vorteil, ne? Du bist voll, rollst du immer berg runter und nur wie gesagt, leer musst du hoch. Das hilft natürlich ungemein. Gut, jetzt gerade habe ich hier, muss gleich mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wagen aus der Sägemühle rausgefriemelt. Jetzt eben zum Interchange springen und dann kann ich wieder hochfahren mit dem Holz. Hatte noch 86 Loks drin. Wird aber langsam Zeit, dass der Kohlewagen zum Winter kommt. Oh, der kommt ja morgen. Müsste kommen, ansonsten hänge ich mich an den Zug ran und fahre mit nach Brisson. Brisson, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ryzen.
So, jetzt fahren wir ziemlich zügig, dann hängen wir unseren Toto dran und lassen wir alle rollen. Hm. Also ich bin jetzt in dem Abschnitt, wo ich jetzt praktisch nur noch Geschwindigkeit aufnehme. Dann müsst ihr aber Gas geben. Blödsinn, das schaffen wir nicht. Ebenschütze, wir haben gerade erst voll gemacht. Wolltest du das gleich wieder verbrauchen? Ja! So sieht's aus. Guck, Dodger und Icke, wir können uns ja auch mal ein bisschen deuen lassen. Genau. Habt ihr die neue Lok eigentlich jetzt schon gekauft? Nein, haben wir noch nicht. Nee, noch nicht. Der Toto muss erstmal, wie gesagt, nach Witter fahren, die Wagen abkuppeln, die Lok umdrehen, in den Lokschuppen packen. Und der Sander achtet auf die Geschwindigkeit und übertreibt nicht. Ne? Das Schütze die schon mal zeigen kann. Sander achtet auf die Geschwindigkeit und übertreibt nicht. Auch wenn es witzig ist, dass wir dem Toto mit großen Schritten näher kommen. Er muss in Ela E warten. 47, ihr wisst, dass ihr gleich eine 30er-Zone seid, ne? Was? Ich glaube, der Sander wollte einfach nur mal gucken, was die Lok so kann. Ja, das auch. Nochmal zwischenspeichern. Aha. Zur Sicherheit. Ja, besser ist. Schmeiß mal super zu Nina. Hallo, Kampina, wie geht's dir? Was? Deutscher Power? Nein! Nee, da kommt die 30er-Zone. Außerdem ist Toto direkt vor uns. Das stimmt auch. Ob nicht gut. Das war ganz gut, sehr. Jo, schön. Fabian, schlaf gut. Schön, dass du dabei warst. Gute Nacht. Das war die Ela Butch. Achso, ja, mir geht's sehr gut, danke. Nee, ich habe noch nichts zu deinen Bären gesagt. Stimmt, muss ich noch kommentieren. Ich hatte heute leider den ganzen Tag Probe, also was heißt leider? Hat natürlich schon Spaß gemacht, aber ich hätte schon gerne kommentiert. Wer ist hier? Keine Ahnung, Pfarrer Pani. Wer ist hier? Guten Appetit, Schütze. Danke. Schmecken, Schütze. Kekle. Kekle. Wir kriegen keinen ab. Dodger, gleiche Thema wie immer. Ich teile mit dir brüderlich. Du musst nur hier hinkommen. Ja. Die Spritkosten sind mehr, als dass ich mir selber eine Packung kaufen könnte. Das sind schon ein paar Kilometer, oder? Ich glaube 300 oder so? Ja, Minimum. Weiß ich nicht, er ist uns ja schon mal besuchen gekommen, ganz spontan. Ja, ganz spontan. Ja. Eben diese kleine Aufholjagd zu Deutschland hat mir eben kurz 0,5 Tonnen Kohle gekostet. Ja, eine halbe Tonne. Warum stehen wir jetzt hier? Ich dachte, wir wollten uns ankuppeln. Ist der Zug eher ein Autobot oder doch ein Decepticon? Ist ein Autobot-Layer, der ist ein guter. Die Diesel- und E-Lokomotiven, das sind die Decepticons. Besonders die E-Lokomotiven. Ach, ich erinnere, wir hatten hier immer noch die schöne alte 218 als Zuglok, bis die neuen E-Loks kamen. Kaum hört die Kleine irgendwas mit E-Lok, kriegt sie Panik. Ist einfach so. Ja. Ist einfach so. Wollte ich auch schon sagen. Maike! Ja, genau die. Was? Maike schreit? Mhm.
Ja, die ist Datenblock-Motiv-Liebhaber, weißt du? Und gerade eben das Internet abgeschmiert ist, bin ich auch kurz, ganz kurz auf Toilette gewesen. Beide guckten mich an, stehen vor ihrem Futternapf. Natürlich gutherzig, wie ich bin, habe ich direkt eine Dose Futter in der Hand. Ja, Mittag kommt um die Ecke. Die hatten schon Essen, das hast du gemerkt, oder? Ich sag, nö, die hatten ja beide Hunger. Ja. Also die wissen auch, wie man die Eltern gegeneinander ausspielt, das glaub mal. Das können Katzen sehr gut. Ja. Böse Miezen. Ach Quatsch. Die zwei sind schon super. Und da sie alt sind, habe ich dann gedacht, warum nicht? Haut rein, Mädel. Wo kommen denn die 8 Wagen auf einmal her? Ihr habt doch gesagt, ich habe die aus dem Sägewerk rausgezogen jetzt. Geil. Also die Züge machen ganz schön Lärm. Zwischenstand hast du auch wieder reingetüdelt, oder wie? Ja, natürlich. Ist hier Thunder, ich dachte, du drückst uns jetzt mal nach Witter hoch. Auch ja, jetzt schön aufgezahlt, wie es sein muss. Ne, ich zieh. Na komm, Dodger, dann zeigen wir mal, was unsere zwei Kleinen können, wa? Du hast noch einen dritten, Jamie Lee? Ich kann mich ja schön zurücklehnen. Ja. Also die Züge machen ganz schön Lärm hier. Ja, Leia, so sieht's aus. Was soll ich sagen? So muss das. Denk dran, da kommt gleich die 30er-Kurve, Thunder. Ich hab ja nur auf 10 laufen. Ja, lass doch aus. Mach einfach auf N und go. Sieht aber so schöner aus. Ja, das stimmt wohl. Okay. Aber was denn? Aber wer spielt denn da wieder an der Glocke, Leute? Lass doch gut sein. Solange keiner an der Bremse spielt. Ah. Melde vor dem Zug. Ausgezeichnet, Kaffee. 2 Personen. 2,5 Kilo Kartoffeln. 0,5 Kilo Hirschgulasch. Plus Rotkohl und ca. 4 Liter Soße. Alles, das alles. Das alles essen. Boah. Wenn es morgen regnet, ist es auf keinen Fall unsere Schuld. Boah. Aber? Aber guck mal, wir sind jetzt schon wieder bei 11.000, das sind fast 12.000 Kohle hier. Ja, geht schon gut vorwärts. Wenn es so weitergeht, können wir bald die Santa Fe kaufen. Ja gut, wir geben ja jetzt fast 10.000, fast 10.000 schon wieder. Ja, 10.5. Nee, aber guck mal, wie schnell wir das alles das Geld haben. Ja. Ja. Also bald wir. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Also 10,5 geben wir jetzt für die neue Lok aus und dann müssen wir wieder 7,5 sparen für Silver. Mhm. Ja, also echt FSK 18 und so ist einfach so. Nicht einfach an allen Glocken spielen. So sieht's aus. An anderer Leute Glockenlayer, viel schlimmer. 11.000 Kohle, das sind bei 25.000 Mark. Ja, es stimmt. Die Lehre aus dem Ganzen, entweder kann ich gut kochen oder ich wirke bedrohlich, wenn man mein Essen ablehnt. Ich denke, es ist eine gute Mischekappe. Ich würde mal sagen, halb-halb. Mischekappe? Ja. Mischig. Wie hieß nochmal der Ausdruck zu dem Ersatzkaffee, den es gab? Muckefuck. Was für ein Ding? Muckefuck. Was ist das denn? Kennst du es nicht? Nee. Malzkaffee. Ja. Als Ersatz zu dem echten Kaffee. Wo es wirtschaftlich nicht so lief. Nein, Kaffee, du hast das falsch verstanden. Ich meine halb-halb zwischen du kannst gut kochen und du wirkst bedrohlich, wenn man dein Essen ablehnt. Ihr seid am einfahrenden Witte, ja? Huh? Mhm. Ja, aber auf dem ganz rechten Gleis. Ja, ich bin nicht in Witte, ich bin noch im Sägewerk.
Und könnt ihr eigentlich nee, lass mal das. Ein bisschen umgestellt. Diese Hupe ist so widerlich. Merke, niemals länger als nötig bei Kaffee bleiben, sonst wird man noch zum Essen gezwungen. Genau, da fällt mir auf, Deutschland wollte nicht mal um Kaffee und Kuchen rüberkommen. Hätte noch ein paar Kuchenideen, die ich ausprobieren wollte. Sind auch kleine Kuchen. was nun mal klein bei ihm heißt, weiß man ja auch nicht. 3 Meter mal 3 Meter, weißt du? Und klein ist ja schön, wenn er dafür 30 Stück auffährt. Kennst du noch die Pfanne aus Villerbach und Villarriba? Kaffeeschnaps. Ja. Ja, ungefähr die Größe. Bist du, Jamie Lee? Ein Kuchen. Okay. Ich hätte gern so ein Spiel wie Transport-Tycoon von früher. Nur, dass jeder seine Züge so spielen muss wie hier. LKWs wie im Eurotruck-Simulator, die Flieger wie im Essen. Ach du meine Güte. Das wäre grandios, Player. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da die NASA-Rechner an ihre Grenze kämen. Wenn du das vor alles zusammenbringst. Alles synchronisieren. Obwohl, War Thunder macht da ja schon gute Ansätze, ne? Die sind ja schon mit Boden, Luft und Seefahrzeug parallel zugange. Ich weiß nicht, wer Jamie Lee ist. Wo soll ich mich eigentlich jetzt hinstellen? Die Lokomotive einmal umdrehen. Und dann hier rückwärts in den Lokschuppen. In Witter. Kohle und Wasser hat sich ja nochmal in Brissen aufgefüllt. Wollen wir die 36 dann gleich auch mit in den Interchange reinschieben? Wen? Ich dachte eigentlich, der kuppelt sich jetzt mal langsam ab. Hatte ich jetzt so erwartet. Wäre zu erwarten, ja. Ja? Sander, bist du da? Ich bin hier. Ja, okay. Abgekoppelt. Ah, das gibt wieder Kohle. Alter Schwede, stehen hier Wagen. Auf 3 Geräten. Oh, hoppala. Das schon... Hoppala, stehen hier Wagen. Ja, ne? Alles Wauzi. Voll. Das gibt da richtig Asche. Asche mit Lasche. Boah. Nee, ich würde meine Antonov auf dem ICE landen. Auf dem ICE. Aber mit der AN-124, ne? Ist sicher. Mit kleinen Scheiß fangen wir gar nicht erst an. Ich habe auch einen Kaffee mit Milch. Das kommt immer darauf an, wie viel Vorlauf ich habe. Ja, siehst du? Hallo Tava, schön, dass du auch da bist. Wäre das nicht gefährlich, wenn ein Dodger mit einer Antonov jagt auf Schütze im ICE? Oh, das ist schon wieder ein Holzwagen voll für einen Interchange. Nee, komm, jetzt ist aber gut, oder? Nee, komm, ist 16 Uhr. Mama, nee, Fabi, 16 Uhr, Feierabend hier. Ja, machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend hier. Warte, pass auf. Ich hab, glaube ich, noch ein kleines Goodie jetzt für dich. Und dann ist es gut. Ja, wollt ihr jetzt aufhören heute jetzt? Oder wie? 28 Wagen. Katsching! Nicht so Feierabend. So. Genau. Sag doch, was ihr schlafen wollt. Hallo. Das ist missverständlich. Ah ja, ihr wollt jetzt noch einmal schlafen und dann wollt ihr die neue Lok kaufen. Ja. Ja. Mir ist das eigentlich egal. Ich hätte jetzt einfach nur gewartet, bis Toto im Prinzip im Lokschuppen ist. Und oder sagt, ich bin im Lokschuppen, alles fertig. Und dann kann er gleich rüber wechseln auf die neue. Bro, und dann hätte ich nämlich eben eine neue Lok geholt.
Vermutlich müsst ihr mit der nächsten Ladung dann auch unser Kohlewagen kommen. Ja, oder wir warten halt, bis der neue Tag da ist. Ist egal. Also ich brauche dringend Kohle. Ich habe nur noch 0,5 Tonnen. Ach, Jamie. Ja, Geschichte seines Lebens. Ne? Ach, Ivo, sehr nur lustig aus. Ich habe übrigens was vor mir. Oder wie? Ich bin beim Sägewerk mit dem Holz. Eine Kilopackung Nicknacks. Also rollst du quasi jetzt nur noch bergab. Ah, nee, ich bin schon beim Sägewerk. Gönn dir, Lea, auf jeden Fall. Ja, Sägewerk bin ich. Die Frage ist, wieso die noch nicht leer ist. Auch gutes Argument, Kaffee. Also, Dodger, ich will uns zwei noch einmal umdrehen, oder? Ja, ne? Kannst du machen. Ja. Du hast hier die Kontrolle. Und Toto, du bist schon im Lokschuppen, oder wie? Nee, ist auch im Weg. Ich bin im Lokschuppen reingefahren, weil damit meine aus dem Weg ist. Ja, ist auch gut so. Mhm. Ich habe bisher cool. Nutella-Kekse gegessen. Geil, Lea. Auch gut. Und während ich hier warte, bis neue Aufgaben da sind, gehe ich mal auch aufs Keramik. Mach das. Bis gleich. Viel Spaß dabei. Aber nicht reinstürzen. Mhm. Sonst macht's plopp und dann ist das Rohr verstopft. So, drehen wir hier nochmal alles um. Einmal rühm. Ah, schon schön, wenn hier so die Züge langfahren. Abgefahren, ja. Ne? Und alles ruckelfrei. Das ist schon richtig geil. Und keine Wagen durch die Gegend fliegen, dass sie am Ende der Karte liegen. Das stimmt auch. Das tut mir so leid, Jamie Lee. Es ist doch bloß Entwicklungsprojekte gäbe, die da Fortschritt sehen müssten. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Naja. Da könnte man ja vielleicht nochmal nachdenken. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich. Oder im Solarium. Oder am Radar. Okay. Aber wenn das Rohr verstopft ist, kann ein anderer nimmer kommen. Das hat auch Vorteile. Das ist doch bestimmt wieder so ein Song. Jo, ich bin im Lokschuppen. Tellerkekse und Nicknacks vertragen sich wunderbar. Jo. Los, bring die beiden zusammen. Ja gut, dann kann Toto ja schon mal von seiner Lok steigen. Machst auch das Licht aus, perfekt, und dann ist gut. Nicknacks kennen am besten mit Erdnussbutter, dann ist das nicht so trocken. Was mit Erbsensuppe? Beta-Licht, Sonnendeck. Aha. Kenn ich nicht. So, Schütze, es ist soweit. Ich warte dann mal. Also, Schütze soll kaufen. Hast einen guten Job gemacht. Ich soll kaufen. Ja, du darfst kaufen. Okay, Dodger, übernimmst du dann einmal kurz? Bitte? Käse. Das ist die 11, ja. Moment. Ich bin in der 11, genau. So, dann erstmal übrigens, das haben wir am heutigen Tag geschafft: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28 Wagen. Kann ich unbedingt meckern? Na ja, gut, den kriegen wir zurück. 28, ja, klingt gut. Lieber Toto, in Anerkennung deiner Leistung im Personenvertrieb und in Anerkennung deines Geldes haben wir uns überlegt, wir investieren in dich. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist deine neue Lok. Merci. Pflege sie, behandle sie gut. Gib dir einen schönen Namen, eine schöne Nummer. 600 da unten? Ja. Ja. Und hoffen wir mal, dass nach dem nächsten Schlaf eine Kohlewagen für dich da ist. Ich muss jetzt mal gucken, mit was man hier alles spielen kann. Ansonsten, Wasser kannst du ja schon mal auffüllen. Ja, ja, bei mir noch gar nicht. Achso, doch, man kann das hier so. Mal hier. Sieht ja cool aus. Die ist auch cool. Sonst noch was zum Klicken? Ja, die hat auf jeden Fall ein bisschen drin. Ja, ein bisschen. Ja, die hat schon gut drinnet. Ah, das ist das Wasser. So, Dodger, wo stellen wir uns jetzt hin? Das weiß ich nicht. Ein schönes Ding.
Einfach hier neben die Güterwagen, oder? Fährst du einfach ein gutes Stück zurück? Die neuen Wagen kommen ja eh. Vermutlich müssen wir zwei ja dann wieder rangieren. So wird es kommen. Hinstellen. Ha? Ja. Bitte? Dann können wir uns ja auch komplett hinten hinstellen, oder nicht? Ja. Oder einer zur Seite, andere komplett hinten. Das wäre sinnig. Ich denke, der Toto könnte jetzt mal langsam ein Stück vorfahren oder so und dann könnte Fabi auch schlafen drücken, oder? Ja. Gute Idee. Mach ich hier draußen eine halbstündige Folge oder mache ich jetzt eine eineinhalbstündige Folge? Mach eine anderthalbstündige. Wie du magst. Ja, dann machen wir mal das, was der Chopper sagt. Ja. Das ist schon ein schönes Ding. Ja, ist ein sehr schönes Teil. Danke. Also die A26 haben sie sehr, sehr schön gemacht. Und wie gesagt, die hat auch. Die hat nicht nur sehr viel Kraft, sondern die großen. Sondern die großen Räder, die fahren auch entsprechend zügig. Lass doch die Null weg, Toto. Wie sieht das denn aus? Wir haben noch keinen Digitaldruck. Gab's noch keine Nullen. Gibt es das, Butata? Die Computernummern? Hui, wir sind aber flott. LS Toto 08. Ich glaube, mit 3,4 Tonnen komme ich auf jeden Fall wieder nach Prison. Ja, locker. Aber ich würde nur 86 draus machen, Toto. 086 sieht kacke aus. Okay. Das brauchst du doch nicht. Wofür? Haben wir noch keine mehrere 86er. Ja, oder du wartest halt einen Moment. Wie gesagt, vielleicht kommt ja auch gleich ein Kohlewagen. Ja. Dann könntest du da direkt hier vorne machen. Der wird gleich kommen. Auch für hier? Ja, für hier wird er auf jeden Fall kommen. Der andere wird übermorgen erst wiederkommen, den du jetzt abgegeben hast. Ja. Bin gespannt. Bitte? Was? Also, wollen wir schlafen? Ja. Ja. Wir warten nur auf dich, Fabi. Ja, dann gute Nacht, ne? Gute Nacht. Okay, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und Klitsch. Stand guten da gerade Morgen. 50 Wagen? Nee. Ja, knapp 50. 30. Ach du heilige Scheiße. Wieder Appalachen. Ah, hier ist unser Kohlewagen. Ja, ist unser Kohlewagen da? Ne, ja. Wo denn? 1, 2, 3, 4. Wo denn? Der gehört nach Appalachen. Ah, da drüben 4, ist er. 5, 6, mittendrin, 10, 8, die Assis. 9, 10, Ela, Ela. Boah, wie läppsch. Haben die 13, den mitten reingestellt? 15, 16, 17, ja, alles. 18, 19. Ich glaub, 20 das stand, für die Sägemühle. Ja, ich glaube, 30 Wagen wurden insgesamt geliefert. Ich meine, da stand es. 20 Alter. Für die Sägemühle. Das geht doch gar nicht alles rein. Sägemühle hat nur 4.300 diesmal bei ihnen. Also irgendwie, ich verstehe es nicht. Kann weil man, wir schon so viel abgeholt haben, oder was? Sollte man wieder auf Tier 4 zurück, wenn die innere so, bei deinem Spiel stand die Zeit ja auch nur 4.290. Ne, wieso? Die hat ja aber mal mehr gezahlt. Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Ich würde noch ein paar Tage so machen, mal gucken, wie es. Ja, sicher, auf jeden Fall machen wir noch ein paar Tage. Wie viel Geld haben wir denn jetzt auf dem Konto wieder? Fast 6.000. Ja, wir haben schon fast wieder 6.000. Das ist ziemlich cool. Also das heißt, ich behaupte jetzt einfach mal, ich traue mich das jetzt zu sagen, unser Ziel dürften wir heute erreichen. Definitiv, ja. Das denke ich also schon. Wenn ein Plan funktioniert. Dodger, hast du Lust, hier die drei Grünen rauszuholen? Da würde ich unseren Kohlewagen einmal wegbringen, dass der Toto tanken kann. Und das auch farbig. Ich werde auch nicht mehr so lange machen. Ja, ich muss dringend tanken. Ich warte mal, bis ihr die Kohle rausgeschäffelt habt. Geh so lange auf Toilette, bis gleich. Jo, bis gleich. Bis gleich, Abi. Boah, ey. Der tankt einfach 3 Stunden Wasser, ne? Aber der ist jetzt halt auch komplett leer, ne? Wenn man das Ding neu kauft. Es war, so leer war es nicht. Ich bin ja schon bei 6.000 Gallonen. Ja, die kann, glaube ich, 7 oder so. Ja, 7 komme ich hin. Die ist halt für längere Strecken gedacht, ne?
Das glaube ich auch. Also ich denke, du wirst damit gut zurechtkommen. Ja, ja. So. Haben wir das? Und ihr wollt mir jetzt hier Kohle hinstellen, oder? Ja, unser Kohlewagen ist hier. Der okay. Dodger macht den jetzt kurz frei. Der kann jetzt die drei Wagen da rausziehen. Im Prinzip kann er da einmal rechts dran vorbeifahren. Dann schnapp ich den einen Kohlewagen hier von uns. Und dann stelle ich den da unten hin und dann kannst du einmal voll machen mit Kohle und vor allem der Fabi kann dann auch einmal voll machen. Aber ich würde dann schon mal gerne beim Toto vorbeifahren, wenn er fertig ist mit tanken. Weil dann kann ich nochmal die Sägemühle beginnen, da die Sachen rauszuziehen. Das wäre gar kein Problem, im Zweifel muss der Toto einmal zurücksetzen kurz. Und da frei machen. Ich muss ja da gleich auch rein. Ach so, der war noch am Wassertank. Der war noch gar nicht fertig. Doch, er ist jetzt fertig. Ja, jetzt. Was Wasser angeht, ja. Wenn ja. ich auf Kohle warten soll, dann warte. Nein, fahr mal zurück und setz dich da mal vor die 1. Ich muss ja sowieso auch da dran vorbei. Ich muss ja mit dem Kohlewagen da rein. Wer fährt jetzt gerade raus? Sander, das ist jetzt ganz unklug. Wieso? Ich muss... Wenn der Toto jetzt rückwärts fährt, vor die 1, also in das andere Tor, dann blockierst du jetzt alles. Dann fahre ich wieder zurück. Ja, bitte. Ja, bitte? Ja, bitte. So, der Toto stellt sich dann vor die 1, wartet einen Moment. Ja, ich hab Zeit. Dann kann der Sander nach vorne raus. Ich schnapp mir fix den Kohlewagen. Vielen Dank. Ich mach schon mal die Schläuche ab. Dass die Damen und Herren hier an die Kohle kommen. So, einfach hinten reinstellen. Ich würde übrigens tippen, dass die Kohletower und die Wassertürme schneller betanken als die Förderbänder und die Wasserkräne. Das kann gut sein. Habe ich aber noch nicht gemessen, würde aber Sinn machen. Da hast du recht. Also es würde definitiv Sinn machen, Kaffee. Ob das hier alles so berücksichtigt wird, keine Ahnung. Ich meine, detailverliebt ist das Spiel, ne? Das haben wir ja schon an der Uhr gesehen. Welche Uhr? Na, die Uhren. Lass mich mal eben zurücksetzen, dann hast du den Weg hier frei. Ah ja, sehr gerne. So, bin wieder da. Hallo. Mepi. So, jetzt ist der Sander schon unterwegs am Arbeiten. Boah. Alter Schwede. Das ist doch wunderschön, wie das hier alles das ist läuft. Abgefahren einfach. Okay. Hm? Hä? Was ist los, Fabi? Ich hab nur Matsch im Kopf. Leuchtgasschütze? Locker. Danke. Richtig aus, Fabi. Du kannst uns alles erzählen. Ich kann nicht reden. Kann ich wirklich reden? Ja. Ja. Nein. Was? Hä? So. Was? Was ist hier los? Jetzt so. Holt jetzt den Kohlewagen. Das ist los. Ist schon unterwegs. Ja, sehr schön. Ist schon unterwegs. Kann ich gleich mal wieder mit Holz fahren. Toto, probier die Pfeifen aus. Der Toto ist schon so eine Pfeife. Würde ich jetzt so nicht sagen. Nee, weil er die ganzen Pfeifen hat. Jo. Wir sagen Pfeife. Ach so. Boah. Ah, die finde ich unpassend. Die ist zu... Zu dumpf irgendwie für die kleine Lok. Also der Toto hat die größte jetzt. Und den längsten. Herrlich. Gott, das ist immer. Das ist Schützes Lieblingspfeife. So. Oh, das ist ein Doppelding. Das ist echt. Ja, die ganzen Flachwagen fertig.
Ah, wunderschön. Ja, das weiß ich gerade nicht, ob ich das wunderschön finde. Ich lasse dich gleich nochmal rausfahren, bevor ich mich volltank. Oder ich lasse dann auch Toto erstmal volltanken. Weicher liegt! Yay! Und dann nicht mehr Sinn, wenn du erstmal volltankst, dass du jetzt mit dem kompletten Holzstück hier einmal rauskommst, direkt. Kannst du ja jetzt schon losfahren und dich hier hinstellen. Dann kommst, kann ich machen, dann kommst du gleich auch nach vorne weg. Wenn der Sander hier anfängt. Boah, Alter, hier sind jetzt gerade echt fünf. Der Donner ist auch noch da. Wir sind ja mit fünf Lokomotiven wieder parallel. Alle auf dem Interchange hier am Rumöseln. Mhm. Boah. Wie genial ist das? Wie es dich gehört. Warum hast du deine Holzwagen? Hoffentlich keine Unfälle. Warum nimmst du deinen Holzwagen nicht mit? Weil ich dumm bin und hier lag die Weiche noch falsch. Ah, okay. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, ne? Ja, definitiv. Wie viele Holzwagen hast du denn jetzt wieder für Sägemühle? Wieder 20? So. 20 heute, ja. ja, Sarah, ja. Bin dumm. Allgemein bekannt. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Oh, doch, doch. Du bist manchmal mit den Gedanken woanders, aber ich würde nie sagen, dass du dumm bist. Lebschnudel, aber amüsant. Ach, Leute. Blind auf beiden Augen und blöd und... Oh, ich glaube, ich habe einen Loco gefunden. Jetzt kommen hier noch wer entgegen. Da kann ja keiner ahnen, dass du direkt mit Vollgas rauskommst. Bin ja schon weg. Guck, kannst fahren. Der Kohlewagen steht jetzt da, wo er hingehört. Ja, warte. Ja. Fabi, der hat Angst irgendwie, habe ich das Gefühl. Dem ist das hier zu viel, merkt ihr das? Also kann ich Kohle holen und dann durchfahren? Nee, erst kommt Fabi. Ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo Fabi da war, könntest du das tun, ja. Ich habe gerade Mühe. Aber der hat Angst vor uns. Der traut sich nicht, sich da seinen Platz zu behaupten. Ich mit meiner kleinen Lok muss schon gucken. Ach ja, weißt du, hat hier die größte Kräfte. Die Hupe. Oh, ich lieb's. Wie viel Kohle passt bei dir eigentlich rein, Fabi? 3.000 oder so? 4? Weiß gar nicht. 3.000, 4.000. Ja, falsche Richtung! Oh. Fabi, was ist denn los mit dir? Weiß es nicht. Müdigkeit? Irgendwie ist der Mann ein wenig verwirrt. Das ist, weil ihr den alle so anschreit. Ja, hört auf, zu schreien. Was war los? Ich kann damit nicht umgehen. Vorwärts! Dieser Druck! Gehst du erstmal die Grünen aufs Nachbargleis? Jupp, das wäre auch mein Plan. Ich habe hier vorne die Grünen geholt. Weil dann habe ich mich hinten hier noch ein paar Sommel und die kannst du mich dann. Wir müssen auch noch bedenken, ich ziehe jetzt gerade die von Sägemühle alle raus, ne? Das heißt. Ja, ist ja nicht schlimm. Die neue Sägemühle. Warte eben. Die neue Sägemühle können wir ja dann direkt hier komplett rüber schubsen. Weißt du, wie viel Kohle da reinpasst? Oh, das war nicht viel. 2,6 Tonnen oder so? 2,5 Tonnen. Ah, siehst du, sag ich doch. Hab ich doch gut geschätzt. Also auch nicht, also nicht so viel. Ja, Jamily, tatsächlich ja. Also kann ich jetzt fahren? Ja, jetzt kannst du fahren, ne? Ich hab frei gemacht. Dodger, ich würde dann in Fahrtrichtung rechts würde ich mich positionieren. Kann der Toto nicht erstmal jetzt fahren? Ja, natürlich, kann er. Was habe ich denn damit am Hut? Toto, du kannst. Ah, herrlich. Spuckt ja richtig das aus. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so war, wenn die losfahren, ne? Das Dampfen, ne? Das fällt mir jetzt gerade so. Keine Ahnung, ob es die anderen auch haben. Doch. So, dann fahre ich aber hier auf das Innere.
Golden Fleece. Das schwarze Gold. Ach, den Stanislas hast du jetzt auch schon mitgenommen. Boah, perfekt. Sehr schön. 13 Tonnen Kohle werden jetzt verladen. Sehr, sehr schön. Hm. Nein, nur 10 Tonnen. 3 Tonnen ja, hat schon. Ich gehe nach hinten und dann durch. Nee, warte mal, du hast auch Ela dabei, oder nicht? Ja. Wie meinst du jetzt, du ziehst nach hinten durch? Also, du kannst dich ja gleich mit der Lok hier vor den Sommel stellen. Dann kannst du das ja so machen wie vorhin wieder. Du hast eben was angeboten, ne? Ja. War das real? Ja, natürlich. 10 Minuten? Ja? Ja. Ja, bis gleich. Danke. Mein Gedankengang wäre, du hast ja auch Stencil dabei. Was ist, wenn ich den Zug jetzt hier abstelle? Du stellst das, was du hast, rechts daneben. Nö, ich nehme jetzt die Waggons mit, fahre weiter nach Whittier, rangiere den Stencil da rein und du stellst dich dann vor den Sawmills wieder dann hin und machst das dann gleich wieder so wie bei der letzten Runde. Genau, ich hätte jetzt aber eher gedacht, also ich habe jetzt umgelegt, dass du rechts da dran vorbeifährst. Weil dann könntest du den Stencil direkt hinter die Lok packen, denn dann hast du. Ja, irgendjemand hat die Weiche dafür gelegt. So, ne? Oder ja, das war ich. War das falsch? Was war ich? Ne, ich war das. Nee, du nicht. Ich hab den Dotter hier. Ich stehe mir da nur im Weg. Wie du stehst dir da im Weg? Yeah. Ich stehe mir da nur im Weg, die Waggons. Die muss ich nach vorne haben. Die hier? Die nach Brisen, oder was? Ja, ja. Ich muss ja vorne so. Ah, okay. Sorry, jetzt verstehe ich deinen Gedanke. Okay, pass auf, dann ich verziehe mich dann. Dann kannst du hier dran umsetzen. Ich fahre dann vorne über den Weichenwechsel und fahre dann wieder nach ganz hinten. Dann haben wir das. Wieso nach hinten? Ja, ich soll mich doch um den Sägemühlen zu gucken, oder nicht? Kümmern. Ich dachte, wie beim letzten Mal, dass du die nach vorne ziehst und dass ihr die dann einzeln dann wieder dann hinten reinschiebt. Verstehst du, was ich meine? Kann ich auch machen. So sortiert. Den Sägemühlenzug aber jetzt. Ja, ja. Du fährst nach Ela etc. Du klapperst die Bahn ab. Genau. Gut. Ach so, du meinst, dass da wieder die Boxcars und die Flachwagen sortiert da ankommen. So hatte ich das eigentlich gedacht, dass ihr das wieder machen wollt. Ach so, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich hätte jetzt tatsächlich einfach nur gedacht, dass ich hier erstmal den ganzen Zug wieder mitnehme. Damit der Sander gleich mit dem fertigen Zug hier wieder auf das lange Gleis kann. Kannst du auch machen, aber... So, genau. Und dann können wir die halt von da oben zerlegen, so Stück für Stück. Und Toto, bist jetzt voll bekohlt? Das ist jetzt mein Gedanke. Ne, ich stock immer wieder. Wir fehlen noch, keine Ahnung, 3000. Gibst du jetzt nach hinten durch, oder wie? Nö, ich hänge die vorne dran und ziehe dann nach vorne. Dass du da jetzt hier rechts das kleine Ausweichgleis nehmen kannst, um an dem ganzen Zug dran vorbeizufahren, habe ich jetzt so gedacht. Sonst wäre ich mich komplett links dran vorbeigefahren. Nö, brauchst du doch so nicht. Mann! Also, ich muss jetzt entscheiden, ich habe den Zug fertig zusammen. So, zack. Ja, einen Moment. Also soll ich jetzt nach vorne hin durchschieben? Ja, du musst doch da an die Weiche. Du willst dich doch nach vorne vor den Zug setzen, oder nicht? Ich muss dahinter bleiben. Ja, dann los. Dann go. Der Toto ist noch am Bekohlen. Sehe ich. Achso, das dauert, weil der irgendwie immer nachladen muss, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Der Toto ist gleich fertig. Ja. Ich werde mich übrigens gleich verabschieden in ein paar Minuten. Wir haben spontan Besuch gekriegt. Ja. Und da würde ich mich gerne noch kurz dabei setzen. Dann machen wir noch ein paar Minuten und dann... Genau. Ich stelle mich auf ein Ausweichgleis und würde hier dann hin. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, der also Toto ist in gleich... ein paar Minuten Feierabend. Ja, Toto muss sowieso erstmal dran vorbei. Ja, der ist also hier mit dem Kran. Ich verstehe definitiv, was Kaffee meint. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass zumindest der Kohle-Tower da schneller wäre. Weil das Ding halt jetzt jedes Mal irgendwie nur ein Bröckelchen nachlädt. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es ja auch, wenn wir das mal kurz hoch machen. Habe vielleicht... ich schon gemacht gehabt. Und? Ja, das kannst du genau unten lassen, das ist das Gleiche. Ja?
Also für kleine Sachen wie meine Lok ist das perfekt, aber für so große Dinger. Ja, gut, langsam. Passiert halt auch nicht so oft, ne? Das ist ja das Schöne. Guck mal, jetzt ist er voll. So, jetzt kann der Toto nach vorne durchziehen, dann kann der Dodger nach vorne durchziehen, dann kann, dann kann ich nach vorne durchziehen. Nee, dann ziehe ich noch nach vorne durch. Drück dann den ganzen Zug erstmal. Hier den ganzen Dings. Ja, du willst doch eh nach oben Holzwagen wegbringen, oder nicht? Ja. Ja, das dauert doch, bis du fertig bist. Ich meine, für euch. Übrigens habe ich, glaube ich, gerade den längsten. 957 Fuß. Mit knapp, mit fast 600 Tonnen. Wow. 522 mit 703 Tonnen. 619 Tonnen, 733 Tonnen? Boah. 390. Alter, ich habe 574 Tonnen nur. 703. Boah, heftig. Na, ich zeig dir gleich, was ich meine, Jamie Lee. Das wird heißt man... ja dann auch, dass man Toto in Zukunft am besten in Bursen bekohlt. Ja. Ja, genau. Ist das krass, alter Schwede. Da vorne die Person zu Glock, da Dodger. Sander, warum nimmst du jetzt schon Anlauf? Dann möchte ich gleich nicht da. Ja, aber ich komme doch auch noch. Ja. Okay. Ich dachte, du wolltest dich jetzt direkt hinter Dodger hängen. Ja, natürlich, weißt du? Kennt ihr Frittenbude? Also die Band, nicht den Imbiss. Der Imbiss ist gut, ja. Die Band, keine Ahnung, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Aber das hätten wir auch mal machen müssen. Wir drei zusammen alle, weißt du? Die ganzen Wagen um einmal nach Preißen fahren und zurück. Nee, guck dir das an, was hier für die Sägemühle steht. Nee. Guck dir das an, das ist nur Sägemühle. Ich hab dich allein. Ich hab, ganz ehrlich, ja, irgendwie haben die Knall. Das gehen wir gar nicht im Leben unter. Also ich denke halt gerade auch, wenn du überlegst, dass manche dieses Spiel alleine spielen, da viel Spaß zu. Ja, da spielst du aber nicht alles auf Tier 5 oder so. Ne, ja, und dann halt lässt auch die AI mal fahren. Dann hast du auf jeden Fall durchgespielt. Hä, inwiefern durchgespielt? Nur so ein Spruch. So, dann, mein lieber Sander, Glück auf. Wenn es nicht klappt, drücke ich zurück und komme dich ziehen. Aber ich denke, das kriegst du hin mit. Ich glaube auch, mit Steuerung voll und dann Regler voll und dann wird das schon alles irgendwie. Ein bisschen Zylinderhähne durchpusten. Ja. Ich glaube, ich benutze jetzt mal hier die gesamte Zugbremse. Und Toto, hast du deine Personenwagen schon wieder dran? Nee. Oder wo stehst du gerade? So, ich denke, das müsste für dich passen. Ich gehe mal gucken, wo der Toto ist. Aber er fährt schon wieder rückwärts gerade aufs richtige Gleis. Ja, so gut wie. So, positive ist... Na doch, da ist auch einer, den man rausziehen muss. Oh, zwei sogar. Hier, der muss auch raus. Eieieiei. Die erste Fahrt mit der neuen Lok in Personenverkehr. Nee, die wird ja heute nicht stattfinden. Wenn es gleich Ende ist, dann... Nee, ist gleich Ende, genau. Ja. Aber beim nächsten erste Mal. Erste Fahrt machen wir dann beim nächsten Mal. Schöne ist, deine Wagen sind auch sehr gut gefüllt. Ja, bisschen nach der Reihenfolge. Und beim nächsten Mal ist dann Silber dran. Genau. Ich kann nur sagen, die Lok, die hat richtig Power. Ja, weiß ich. Ja, Silber können wir uns beim nächsten Mal. Also zumindest finanziell würde ich fast behaupten, wenn jetzt die Wagen vom Sander noch auf den Interchange gezogen werden, könnte es sogar fast geklappt haben. Das sind bestimmt jetzt auch nochmal 600 oder was? Naja, gut, nicht ganz. Ne? 7.500 brauchen wir. Aber wir hätten 7.500 gebraucht. Naja, gut. Ziel nicht komplett erreicht, aber wir wollen festhalten, wir sind da dran und normalerweise hätten wir ja jetzt noch, wie gesagt, ja fast eine halbe Stunde Zeit, aber da muss ich jetzt leider reingrätschen. Ich bitte das auch nochmal zu entschuldigen. Mann Gott, ich muss mich heute sehr oft bei euch entschuldigen. Fabi, dir für morgen trotzdem alles Gute.
Fabi hat nämlich morgen einen wichtigen Tag. Ja, dann müssen wir auch drücken wir die Daumen bei dem, was und, du hast. Und viel Glück. Von daher denke ich, wir hören uns dann die Tage wieder. Ich meine, ihr könnt natürlich auch alle mal beim Fabi richtig Radau machen im Chat, dass der auch mal in der Woche Zeit hat für Railroader. Ne, das geht auch. Da muss halt da sein Rentner mal warten. So. Das wird schwer. Also, ich habe jetzt 376 Tonnen und 545 Feet. Jo, nicht schlecht. Aber das ist halt dein Standardzug. Yes. Das ist natürlich eine Menge. Und ich glaube, auch mehr Personenwagen würde ich da auch nicht mehr ranbasteln. Erstmal nicht. Ich habe zumindest schon mal zwei 60er, fast drei 60er voll. 46 von 60, 39 von 60. Oh, okay. Und ich habe gedacht, ich könnte hier das Stück freilassen, damit Fabi noch an die Sägemühle kommt. Und dann habe ich geguckt, wo meine Lok steht. Ja, da muss er wohl warten. So, lieber Fabi, würde mich freuen, wenn du nochmal speicherst. Ist eine Moment. Gespeichert? Ja, ist ja, genau. Dodger muss da noch was rausziehen oder Dodger zieht da noch was raus. So, das passt. Nein, ich bleib jetzt hier stehen. Punkt, fertig, aus. Dodger bleibt jetzt da stehen. Punkt, fertig, aus. Und Katsching. Ja, 678, nicht schlecht. Naja, gut, noch $900, die hätten wir auf jeden Fall gleich gekriegt mit dem Abliefern von dem ganzen Kladderadatsch, wie man so schön sagt. 2467. Boah, da wären auf jeden Fall wieder einige draußen stehen geblieben, aber ist ja nicht schlimm. Das hätten wir schon alles geschafft. So, aber für alles so. T5 müsste die KI deutlich umfangreicher agieren können. Da sie das aktuell nicht kann, sehe ich das seit schwierigen Zeiten. Na gut, ihr lieben Leute, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, für eure Geduld, wünsche euch einen wunderbaren und erholsamen schönen Abend und sage bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Tschüss.